Hallo und herzlich willkommen wieder zurück zu einer weiteren Folge von Undead Holmes. Wir sind jetzt gerade bei Benedictus zu Hause in der Zitadelle. Und ich schlacht gerade alles willlos ab. Ich lasse denn gar keine Chance. Ich krieg alles so dermaßen auf die Schnute. Die gute Schnute. Gute Schnute. Also kannst du knicken. Jetzt können die ohne abgehakt weg, du. So, Lebe baue ich zum Glück keins. Viel Reiterei. Betone oder was? Aber bringt mir auch nichts. Ja, klar, muss das Gebäude angreifen. Der eine Heiler, der müht sich ganz schön ins Abto hin. So, da hole ich mir gleich mal wieder ein paar Reiterei. Gather here. Destroy und gib mir. Na komm, noch ein Fluch. Der ist saumächtig irgendwie. Ich gehe mal ins Gebäude ran. Machen wir jetzt mal das Gebäude kaputt. The living shall know my wrath. Arise, my Zack. Minions. So, gucken wir mal, ob wir das Tor aufkriegen. Nö, aber da habe ich schon. Da ist noch ein Turm. Gather here. Strike them down. Komm, geht ran an den Turm. Turm geht kaputt, aber flotte rum. Flotte Karotti. So, kleineres Gebäude kaputt machen. Dann können wir das Gebiet wieder für uns beanspruchen. Oder ist ja noch ein Gebäude, dann war es das. I shall crush the living. Zack, und schon wieder Gebäude für uns. Und mal gucken, vielleicht kriege ich noch ein Heil an Ace voll. Schade. Gut, dann gucken wir mal, was das gute Skelett von uns was ich aufnehmen kann. Was das gute Skelett von uns haben möchte. T-Bone. Gut gemacht, dass es mir hierher geschafft. Das Tor zum Wachturm ist versperrt. Du solltest einen untoten Kameraden namens Lurk aufsuchen. Sie können noch einen Schlüssel zum Wachturm besitzen. Ich wurde meine Suche auf den ja, das ist halt. Da war ich schon und. Ja. Gut, kann ich jetzt da die Tür aufmachen von innen? Das Tor ist versperrt, aber ich könnte doch hier das. Zack. Wo war nochmal Lurk? Jetzt ist die Frage, wo war die Tante? War die hier? Das ist jetzt im Moment. Ah, ne, da oben. Ich glaube, die war da unten. Oder? Nee, die war da nicht. Muss ich doch wieder komplett zurück. Ja, das haben die schon clever gemacht, irgendwie. Ja, bitte schneller, danke. Das haben die schon richtig clever gemacht, dass man immer hin und her rennen muss. So. Hier war doch irgendwo für Lurk. Wo komme ich hier hin? This land shall soon be mine. Was will er? Sei gegrüßt, Nekromant. Ich möchte um einen Gefallen bitten. Ich habe da diesen Freund, Jorik heißt er, ein Kamerad von ganz außergewöhnlichen Qualität. Seit 23 Jahren habe ich nicht mehr von ihm gehört. Wenn ihr herausfinden könnt, was mit ihm alten Freund geschehen ist, wäre es höchst dankbar. Ah ja, der Totengräber. Oh. Gather here. Chicken! Forward. Chicken! Alter, böswilliges Chicken. Gather, strike them down. Böswilliges Chicken. Come here. Auch noch Bären. Oh, das funktioniert sogar bei den Bären und Tieren und alles. Übel.
Gut, 50 Viecher. Komm hier. Dann suchen wir hier mal alles ab. Irgendwas? Ah ja, Triada noch. Das ist ja gar nicht schön, schön. Das zählt auf die, oder? Ja, nix mehr da. Eine Truhe. Ich krieg immer mehr Kohle. Ich möchte mich nicht beschweren, also Kohle ist schon cool. Strike them down. Gather here living. Alle kaputt machen. Alle. Chicken Party. Oh, Chicken Nuggets könnte ich auch mal wieder essen. Nuggets. Oh, die Beere droppen aber gut. Follow me. Und da sind noch Triade. Komm, greift sie an. Warum mich jetzt? Ich kann jetzt nichts tun, außer du. Oh, das war falsch. Aber okay, wenn ich das Gebiet nachgesäubert habe, soll es mir recht sein. My bag is full. Was haben wir denn hier? Zepter der Kadaverexplosion will ich nicht. Ah, das wäre halt cool, aber da bin ich noch ein bisschen zu klein dazu. Das kann weg, das kann weg. Das mag ich nicht, das auch nicht, das auch nicht, das auch nicht. Hilfseinheiten, nein. Ja. Nein, nein. 18% Spielüberleben eines bösartigen Skeletts. Das haben wir doch schon, oder? Nein, nein. Oh, das ist besser. Das tauschen wir aus. So, das hebe ich auf. Der kann er weg. Zack, und schon haben wir wieder ein bisschen Platz. Oh, falsche Taste. Follow my lead. Attack my minions. So, gleich mal wieder noch ein Flug. Also mehr Schade kriegen. Hau Krümpel drin. Bis jetzt ist noch keiner gestorben von meinen Jungs. Attack my minions. Wir haben 16 Feinde. Und wir müssen noch den Typ suchen, also. Gather here. Okay, das sind unsere Triade. Die werden mich jetzt gleich wieder wurzeln. Ja, klar. Oh, das ist jetzt gemein. Ich hab klar auf die Nase. So, auf der Heile. Ja, du warst ganz schön schnell, Ritter, hä? Oh, das war was Lilanes. 701 ist nicht gut genug. Kadaverexplosion will ich nicht, das will ich auch nicht. Siehst du mal, oh, das ist noch Amulett, das könnte ich noch mitnehmen. Gather here. Attack. So, jetzt sind es bestimmt noch ein paar Bärchen. Bäre und Hühnchen bestimmt noch, hä? Gut, da bin ich schon gleich einmal außen rum. Oh, noch mehr Bären. Okay, noch einer würde dann fehlen. Ist der vielleicht eine Mitte dann? Kann ich einen Bär mitnehmen? Nö. Follow my lead. Okay, jetzt bin ich einmal außer rumgegangen. Jetzt ist bestimmt in der Mitte noch irgendwas Dickes, oder? Destroy them. Uralter End. Wie alt ist denn der? Uralt. Oh, ein bisschen die Knochen breche. Ja, mach nur genug von meinen Jungs kaputt. Vielleicht kann ich dich da mitnehmen. Und kann ich? Nee, kann ich nicht. Gut, das war das Triade-Teil. So, Inventory, was haben wir alles gerät?
Das Schwert kann ich noch nicht benutzen, macht aber nicht so viel Schade. Das ist auch nicht so. Gewöhnlicher Schädel, eine gewöhnliche Schädel, okay. Puh. Nö. Nö. Was haben wir hier? Nö. 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 Jo, das war's. Gewöhnlicher Schädel. Das wird wahrscheinlich der. Gather here. Das wird wahrscheinlich derjenige Sinn, wo ich brauche, wo ich einen Kumpel bringen muss, weil er genau wissen will, was mit ihm ist. Otter? Ja, das kann sein. My quest for domination. Darf ich mal sehen? Ja, das ist der Schädel meines Freundes. Ach, arme. Och, Jorek. Oh. Angesichts der merkwürdigen Zeit konnten wohl Sorge tot sterben. Du verdienst eine Belohnung für deine Mühe. Hier, ich habe einen Schädel. Oh, Jorek, Jorek, hier waren sein... Oh, nee, Macbeth. Hambone, anstatt Hamlet. Oh, puh. Böse Anspielungen. So, wir gehen mal jetzt nur kurz nach Hause, weil da kann ich nämlich das ganze Kram mal abgeben. Und einen Schluck Kaffee trinke. Neues Schwert. Und neue Keule. Kann ich noch was abgeben? Nein. Was haben wir dann feines Gerät? Nö. Nö. So, jetzt habe ich aber den Schädel drin. Kann ich den irgendwo abgeben? Ja, aber ich kann hier noch upgraden. Wo könnten wir denn den Schädel abgeben? Irgendwo kann man doch bestimmt den Schädel abgeben. Aber wo? Aber erst mal upgrade. Oh Gott, kann ich die upgrade? Nur ein paar Prozent, ein bisschen Dorinballer. Wir haben ja genug Kohle im Moment. Zack. Die will auch nichts. Hier komme ich nochmal raus. Für was brauche ich Schädel dann? Kann ich verkaufen. So, jetzt können wir wieder zurück. Weil ich wollte ja... Hierhin war das, glaube ich. Weil ich muss hier... Ah ne, das war ja hier. Okay. Ne, dann muss ich da wieder ins Zurück. Das war mein Fehler. Genau, und hier muss ich in die Katakombe. Ah, da. So, und hier müsste jetzt genau da unten ist er. Da unten ist er. Die Ische. Luek, vielen Dank, dass du mich gerettet hast. Hier ist der Schlüssel zum Wachturm. Das Leben ist ziemlich schludrig mit den Schlüsseln. Findest du nicht, es riecht zwecklos, so eine gewaltige Festung zu errichten, wenn anschließend jeder Gret und Pleti einen Ersatzschlüssel hervorzaubern und einfach hineinspazieren kann. Das stimmt. So, aber wie komme ich hier dran? Okay, egal, ich kann ja hier noch hoch und da drüben raus. Das sollte mir ein bisschen ersparen, oder? Nö. Das hat mir bloß erspart, dass ich außenrum gehe. Aber okay, da hinten dran ist ja gleich. Und dann kann ich hier hin, dahin. Dahin? Da ist keine. Puh. Dann muss ich wohl hier durch. Hier durch und darum. So, da sind wir in der Mitte. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Genau, die Mitte und dann da drüber durch und dann wieder hoch. Alter, bist ja nur noch am Rennen. Heidenei. Genau, hier sollte irgendwo noch eine versteckte Truhe sein. Muss ich mal gucken, ob ich die sehe. Die versteckte Truhe hat halt immer so die Angewohnheit, so halb im Dreck verschwunden zu sein.
Kann sein, dass die irgendwo ist, dass ich die übersehen habe. Gucken wir mal. Laut Ding müsste hier noch irgendwo eine sein, aber wo ist die Frage? Da ist er nicht. Da ist er auch nicht. Da können wir schon mal aufmachen. Eine halb versteckte Truhe. Und wird irgendwo so ein bisschen Dreck verschwunden sind. Aber wo? Ah, guck mal an, das hätte ich doch vorhin schon aktivieren können. Naja, gehen wir mal da rein. This land shall fulfill my destiny one step at a time. Wir haben die Zitadelle erreicht. Gut. Jetzt bin ich immer echt gespannt. Bin ich weg, das? Ich werde kommen und nicht töten. Oh, was haben wir hier? Ah, da bist du ja. Der letzte Gefecht ist jetzt unausweichlich, aber hüte dich, Benediktor verfügt über magische Statue, wie ein Heiler und weite Truppen herbeirufen. Du sollst es vielleicht zuerst zerstören. Ja, das habe ich sowieso vor. Strike them down. Destroy them. Jetzt geht's erstmal ab. Oh, was Neues gekriegt. We shall burn the lands of the living. Okay, jetzt holen wir mal den Kleinen wieder. Ja, macht das Gebäude kaputt, das finde ich gut. Umso weniger Typen kommen dann. We shall burn the lands of the living. So. Was habe ich denn eigentlich gekriegt? Eine Decke. Nö, damit schütze ich mich nur selbst, das bringt mir nichts. Lasst mich durch, ich bin Arzt, ich muss ans Haus. Ich muss ans Haus, muss es kaputt machen. We shall burn the lands of the living. Okay. Come here, charge. Können die schon mal das Gebäude kaputt machen? Well. Also die Statue besser gesagt. Also ja, Benediktor. Au! Wow, 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 wow. Okay, wir brauchen noch ein paar von denen. Rise and obey. Gather here. Strike them down. Jedes Mal, wenn der Typ kaputt geht. Arise, my friends. Kommt der von so einer Statue rüber. Na, dann machen wir mal die Statue kaputt. Hey, kommt hierher! My quest for domination advances. Was? Wir haben ihn kaputt gemacht? Und ich war nicht einmal dabei! Das gibt's doch nicht! Wir machen jetzt trotzdem die Statue kaputt. We shall burn the lands of the living. Klasse. Benediktus kaputt gemacht. Und ich war nicht immer dabei. Wie affig ist denn das? So, komm. Strike them down. Follow my lead, Butter. Gibt's doch nicht. I shall crush the living. Über die Zitadelle herrschen. Jawohl, wir haben sie. So. Follow my lead. Dann gehen wir mal wieder zurück. Ja, anscheinend haben wir jetzt alle Gebiete. Mal gucken, was jetzt los ist. Dieser lästige Paladin ist endlich hinüber. Ganz großartige Arbeit. Ein Hoch auf den neuen König der Untoten, Orken. Du solltest die Urne untersuchen, die du vom Benediktor Wachturm
geborgen haben. Wenn du dir, was? Feier deines Sieges hinein dich gebraucht hast. Aber sei vorsichtig. Das letzte Mal hast du eine hübsche Weile in einem Fall versteckt. Bla 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 bla. Gut. Gut gemacht. Bla. Krieg ich wieder eine Waffe. So. Another step towards total domination completed. Die Rückkehr in die Urne aktivieren, die Schlummermodus. Du wachst in einem neuen Zeitalter wieder auf. Durch Ändern der Zeitalter wird die Welt mit Ausnahme des Nekromanten zurückgesetzt. Das kann niemals rückgängig gemacht werden. Je höher die Zeitalter, desto mächtiger sind die Feinde. Und desto seltsamer Dinge können geschehen. Oh oh. Okay. Das ist ja mal krass. Also das heißt praktisch, ich kann mich noch weiter leveln. Und ich kann halt hier noch gut Kohle investieren. Okay, umso mehr ich dann weitermache, umso mehr wird es dann auch alles. Naja, in diesem Sinne bedanke ich mich erstmal bei euch. Hoffe, euch hat es soweit gut gefallen. Wenn ihr mehr sehen wollt von dem Spiel, schreibt mir es mal bitte unten in die Kommentare. Ich werde dann Amor das Zeitalter zurücksetzen und mal gucken. Ob ich es dann noch viel weiter spiele, weiß ich nicht. In dem Sinne, haut rein, genießt den Tag und tschüss.